Servus an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Stardew Valley Part, der jetzt stattfindet, weil, ja, ich hab Bock. Wir sind jetzt fast schon in Jahr 3 angekommen und das ist wirklich krass. Ich habe auch letztes Mal gefragt, wie lange ich das Ganze noch machen soll und der Part ist erst vor 2 Stunden online gekommen, deswegen kann ich leider eure Reaktion noch nicht sehen. Aber ich habe mir so vorgenommen, wir setzen uns jetzt einfach noch Ziele, die wir erreichen wollen und arbeiten die einfach noch so ab. Und ja, wir setzen uns immer ein Ziel und das verfolgen wir auch. Und egal, wie viel Zeit dann auch vergeht. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 3 bald und wir haben eh schon so viel geschafft. Wenn wir dann öfters mal früher schlafen gehen, ist auch nicht so schlimm. Genau. Und meine Twitch-Zuschauer sind auch wieder da. Da sind sie. Und begrüßt euch ganz lieb. Schaut auch gerne vorbei auf Twitch. Das würde mich sehr, sehr freuen, euch im Chat zu lesen. Und ja, wir schauen jetzt rein in Stardew Valley. Und wir haben ja letztes Mal ein Baby bekommen. Das gucken wir uns jetzt auch an. Wisst ihr den Namen noch, Chat? Wisst ihr den noch? Ha! Das ist jetzt eine gute Testfrage. Wisst ihr den Namen noch von dem Baby? Wahrscheinlich frage ich euch das, weil ich es selber nicht mehr weiß. Kann sein, muss nicht sein. Ah, da ist es, das kleine Baby. Look at this. Ja, ich glaube, es ist Dahlia. Dahlia schläft, ja. Eventuell wusste ich es selbst nicht. Oh. Ja, ja, das Baby ist noch klein, es schläft die ganze Zeit, es macht nichts anderes. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber mei, schlafen ist toll. Hast du heute Zeit mit Dahlia verbracht? Sie schläft ja nur, Lia. Was soll ich denn tun? Oh, es werden hier schon Anforderungen gestellt. Oh. Okay, da wird noch nichts, da kommt noch nichts raus. Sehe ich gerade, ich bin hier ein bisschen abgeschnitten. So. Und den Sound mache ich ein bisschen leiser. So. Bei mir am Ohr. Sind die Emotes für immer? Solange dein Sub gilt. Solange hast du auch die Emotes. Zumindest die Sub-Only-Emotes. Also kann man das auch gut vertuschen? Ja, klar. Ich bin doch eine liebende Mutter. Ist doch klar. Ich vergesse doch den Namen von meinem Baby nicht. Oh, ja, ey. Voll mies. So, dann gehen wir mal zu unseren Tierchen. Um die müssen wir uns nämlich auch kümmern. Wir haben ja sehr viele Babys, wie ihr seht. Hier, Littlefoot ist auch im Start. Chatty ist auch da. Und die ganzen anderen, die ich nicht mehr weiß, wie sie alle heißen. So, Dino-Ei haben wir leider nicht bekommen. Ist aber nicht schlimm. Was haben wir da generell? Ah, stimmt. Wir waren letztes Mal auch richtig oft bei auf der Ingwerinsel und haben richtig viel gemacht. Aber da müssen wir jetzt diese Nüsschen noch sammeln. Das heißt, da müssen wir auch in die Mine rein. Das ist aber sehr schwierig. Ich meine, die hier. Ach, das sind die Hype-Train-Emotes. Das weiß ich gar nicht. Wie lange bleiben die eigentlich? Stimmt, das ist eine interessante Frage. Wir könnten uns auch aus den Schatteneiern was nähen. Das wäre ja sicher auch was Cooles, was da rauskommt. Ich glaube, das machen wir auch. Und genau, ich habe ja gesagt, ich möchte mir ein Ziel setzen, was ich abschließen möchte. Was soll denn unser erstes Ziel sein? Es gibt jetzt noch ein paar Aufgaben, die ich machen kann. Ich kann in der Wüste noch Dinge machen. Ich kann, also die Wüste, da kann ich Freundschaft schließen mit der einen, die da ist. Da gibt es ja auch noch einen Raum, wo ich nicht rein kann. Keine Ahnung, wahrscheinlich muss ich gut Freundschaft schließen mit denjenigen, dass ich da dann reinkomme. Also das schätze ich mal. Dann bitte passt auf wegen Spoiler, ne, im Chat. Ich will das nicht heute wieder haben. Dann könnte ich auch noch... Oh, die Zeit geht weiter, das ist natürlich schlecht. Dann habe ich auch noch die Aufgabe von Robin. Die hat ganz viele gemeinnützige Erweiterungen, die ich abbezahlen kann. Da brauche ich aber sehr, sehr viel Geld. Dann müssen wir natürlich die Ingwerinsel noch fertig machen. Und wir können beim Joja-Markt das fertig machen. Ja.
Also worauf hättet ihr am meisten Bock, welches Ziel wir zuerst angehen? Weil ich möchte mich wirklich auf eins konzentrieren, weil es klappt sonst bei mir nicht. Es haut nicht hin, wenn ich mich auf alles gleichzeitig konzentriere. Ach, Katzal, Hallöchen. Hallöchen und danke für dein Follow. Ist da jemand aus Österreich? Ach, Katzal. Julia Markt fände ich cool. Ja. Dr. Dodo, möchtest du kurz eine Umfrage machen? Das wäre cool, wenn du dafür gerade Zeit hättest. Nimm dir das Ziel, die 5 Sterne zu erreichen. Hupsi! Aus Tirol! Ja, servus! Schön, dass du da bist. Ich bin aus Oberösterreich. Liebe Grüße. Hab ich denn hier Stardew Valley eingegeben? Ja, okay. Sorry, jetzt bin ich nochmal aus dem Spiel raus getappt. Ich komme aber schon wieder zurück. Welche Umfrage? Ob wir... Ah, es ist schwierig, jetzt dir das zu erklären, wenn du nicht zugehört hast. Ah! Oh, Innsbruck ist wunderschön. Okay, ich mache die Umfrage schnell selber. Ich glaube, das ist dann habe ich das viel, viel schneller. Weil ich möchte die Community natürlich ein bisschen mitentscheiden lassen, was wir machen. Nächstes Ziel. Wüste, also Calico-Wüste. Dann dürft ihr ein bisschen mitentscheiden. Ich hätte eigentlich auf alles Lust. Dann hätten wir die Ingwerinsel. Da sind wir halt dann ganz oft weg, wegen dem Baby. Ich habe keine Ahnung, wie das Baby jetzt, wie schnell das wächst und so. Dann hätten wir noch den Joja-Markt. Also dieser zerfallene, diese Ruine. Ich schreibe in Klammer Ruine. Dann haben wir noch die Waschbären. Und was habe ich noch gesagt? Ah ja, die Gemeinschaftsziele erreichen. Gemeinschaftsziele, genau. Gut, dann könnt ihr jetzt mal hier abstimmen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Was, Ruine, Joja-Markt? Der Joja-Markt ist ja jetzt weg, seit ich das Gemeinschaftszentrum fertig habe. Und jetzt kann man dort Dinge abgeben und dann passiert halt irgendwas. Wo ist die Trollauswahl? Ich hatte leider nur 5, Matt Rabbit, es tut mir leid. So, verkaufen, genau, das wollte ich tun, während ihr da abstimmt. Der Käse. Oh, den Käse bräuchte ich eigentlich. Ich nehme den nochmal zurück, zumindest dann ein. Obwohl, ich habe eigentlich genug Essen, oder? Ja, ich hebe ihn mal auf. Ja, ja, Hundi. Bist ein Feini. Okay, die meisten sind für die Joja-Markt-Ruine. Bis jetzt. Ihr habt noch Zeit. Könnt noch abstimmen. Waschbären klingt süß. Oh ja, die sind süß. Das ist neu seit dem Update. Das mit den Waschbären. Aber derweil sammle ich hier das ganze Zeug ein. Bis die Abstimmung vorbei ist. Ich hoffe, für die YouTube-Zuschauer ist das okay, was die Twitch-Zuschauer abstimmen. Wenn nicht, dann kommt vorbei auf Twitch. Bis später, Laura. Okay, ich glaube, der Joja-Markt hat gewonnen. Dann konzentrieren wir uns erstmal auf den. Und werden währenddessen einfach Money maken auch ein bisschen. Hallo Leonie! Money making ist immer wichtig, das wisst ihr ja. Habe ich jetzt die ganze Milch verkauft, anstatt Käse draus zu machen? Das ist wieder mal so typisch ich. Aber gut, dass ich hier noch Käse habe. So viel! Also Milch meine ich. Milch! Okay, jetzt habe ich mehr Käse zum Essen. Kommt ja wieder zurück, der ganze Käse. Campanelli. Campan.
Campanellino. Campanellino, ja. Danke für den Follow. Hallo. Okay, Julia Markt. Ja, dann starten wir da richtig durch. Dann gehen wir da gleich hin und gucken, was wir alles abgeben müssen. Ich glaube, der Wein ist ja auch schon in Produktion, dass der reift. Und dann den müssen wir ja auch abgeben, den Wein. Ferner ist jetzt ein VIP Prime Dodo. 3. Faye, danke dir für dein Prime Sabi. Für 3 Monate schon. Dankeschön. Und Hallöchen. Ess grad Nudelhackauflauf. Es schmeckt so lecker. Oh. Anibu, danke dir für dein Prime-Sub. Dankeschön, Leute. Habt ihr das abgesprochen? Vielen, vielen Dank. Das ist Tinkerbell auf Italienisch, Campanellino. Spricht man das so aus? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich kühle mal den Käse hier ein. Für, wenn wir die Ingwerinsel machen. Genau. Aus dem möchte ich was nähen. Da gehen wir dann später zu der guten, wie heißt sie? Ich weiß es schon wieder nicht. Emily? Ja, Emily. Ich glaube, es war richtig, oder? Ich hoffe. Bis später, Anne. Emily, ja! Endlich mal eine richtige Antwort gegeben hier. Emily, Caroline, Abigail, ne? Ist immer so ein Struggle bei mir. So, da kommen Früchte rein. Nee, sammeln. Was ist noch? Sammeln, 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 sammeln. Das ist ein Tierprodukt. Sammeln. Nee, Frucht. Frucht. Das ist eine Frucht. Das ist auch eine Frucht. Goldene Kokosnuss. Da weiß ich noch nicht, was ich mit der tun soll. Aber da wir jetzt gerade nicht auf der Ingwerinsel sind, würde ich die erstmal beiseite legen. Nicht, dass der was passiert, der Kokosnuss. Und ich brauche die dann noch. Genau, mittlerweile haben wir auch ein paar Iridiumbarren. Da könnten wir auch bald schöne Waffen draus... nicht Waffen, sondern... Iridium-Qualitätswerkzeug draus machen. Ist aber noch gar nicht so notwendig, finde ich. Deswegen lassen wir das erstmal noch. Genau. Mahlzeit, Erdbeerkeks. Lass dir schmecken. Warst du schon mal beim Buchhändler? Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir ist das viel zu teuer. Ja, ich lege das jetzt alles mal hier rein. Was ich gerade nicht brauche. Das brauche ich. Das Zelt ist auch für später und das auch. Genau. Da wir uns jetzt nicht auf die Insel konzentrieren, sondern auf das andere, können wir das alles hier ablegen. So, dann bräuchte ich noch 2 Stoffe. Habe ich da noch was? Oh, please, please, please. Da ist noch ziemlich unordentlich. Aber wird ja immer besser. Was ist denn das Wholesome Direct? Kannst du mir das erklären? Ja, kann ich dir sehr, sehr gerne erklären. Die Wholesome Direct ist ein Event. Vielleicht kennst du ja die Nintendo Direct oder ja, irgendein anderes Game-Vorstellungs-Event. Warte. Kira unterstrich ist jetzt schon 3 Monate VIP Dodo. Kira, vielen, vielen Dank für 3 Monate. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen, vielen Dank. Genau, also die Wholesome Direct, da werden über 70 neue Cozy Games vorgestellt und das beschränkt sich wirklich nur auf Cozy Games. Also das ist nicht so wie bei der Nintendo Direct, wo auch andere Games mit drin sind, also richtige Shooter auch und so. Nein, es beschränkt sich wirklich nur auf Wholesome, also auf gemütliche Spiele und Cozy Games. Und ja, ich werde das Event co-streamen, also das ist auch auf Englisch, aber ich werde gucken, dass wir Untertitel reinbekommen oder werde, weiß ich nicht, wenn Dinge zum Übersetzen sind, übersetzen. Genau. Kira ist voll der schöne Name, finde ich auch. So, Robin ist am Handwerken hier und ich glaube, da habe ich Stoff, oder? Nee, dann muss ich schnell Stoff herstellen. Und natürlich Käse. Also über 70 Games, das ist das größte Event für Cozy Gamer, die größte Vorstellung für Cozy Gamer.
Ja, und da freue ich mich sehr drauf, dass ich da das Ganze offiziell co-streamen darf. Und das ist am Samstag um 17:30 Uhr komme ich da live. Das ist wirklich nur auf Twitch, ne? Also es kommt nicht auf YouTube. Das ist exklusiver Twitch-Inhalt und den kann man dann auch nicht nachgucken, weil ihr sehr gerne auch Streams auf Twitch nachguckt. Das kann man dann nicht. Ich muss das leider offline nehmen. Das sind dann die Regeln. Den dürft ihr dann nicht nachgucken. Also seid dabei. Was streamst du aktuell alles? Gerade Animal Crossing und Stardew Valley, aber wir haben gerade vorhin erst drüber geredet, dass ich jetzt bei den Stardew Valley Streams das in Zukunft wieder splitten werde. Das heißt, da werde ich dann nicht nur Stardew Valley an einem Tag spielen, sondern auch ein anderes Cozy Game. Dann haben wir vorher geredet, dass wir wieder gerne Park Beyond spielen wollen, weil da gibt es so viele neue Inhalte, seit ich letztes Mal gespielt habe. Also wirklich krass, krass viel neue Inhalte und neue Sachen. Park Beyond ist ein Simulator für Vergnügungsparks. Und der Nachbarmarkt ist offen, habe ich gerade gesehen. Da sollten wir hingehen. Wie kann man schneller Dodo-Punkte bekommen, indem man da ist? Und indem man bei Raids mitmacht und so. Die sind neu, die Waschbären, oder? Nee, das war kein Waschbär. Was war das? Eine mutierte Ratte? Genau, am Samstag diese Woche ist das. Um 17:30 Uhr gehe ich live. Um 18 Uhr startet das Event dann. Ja, ab zum Nachtmarkt, Leute. Yay! Oh, da können wir auch wieder mal mit allen sprechen. So, ich habe gehört... Was ist mit Jungfrau? Achso, die Jungfrauenshow. Kriegen wir da eigentlich jetzt was? Oder ist das wieder gleich? So, zu allem mal Hallo sagen. Ich bin nur wegen dem Gratis-Café hier. Ja, wir holen uns auch Gratis-Café. Animal Crossing ist immer Donnerstag 17 Uhr und Sonntag 9 Uhr früh. Du erhältst Kaffee! Ich brauche eigentlich gerade gar keinen. Ich bin eh fit. Fit wie ein Turnschuh. Mit wem haben wir uns denn noch nicht so angefreundet? Beziehungsweise, wo ist Shane? Ist Shane hier? Kommt Shane zum Nachtmarkt? Das ist Alex. Ja gut, mit Alex sind wir auch noch nicht so befreundet, ne? Dann gebe ich dir hin mal das. Hey Spitze, ich liebe das Zeug. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Elliot, mit dem sind wir auch noch nicht so... Oh, der ist noch blau. Holla, die Waldfee. So, sie ist auch wieder da. Aber sie hat gar nicht so tolle Dinge für uns. Nee, das ist alles eher so meh. Das ist ein süßes Bild, aber ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Okay, was haben wir hier? Steineule. Gartenkunst für deinen Hof. Ist eigentlich süß zum Gestalten, oder? Mögen wir eine Eule? Weiß nicht. Genau, das Sonntagsstream fällt aber diese Woche aus. Der wird auf Samstag vorverschoben. Genau. Danke dir, Leonie. Oh, die Sammlervogelscheuche. Aber die haben wir schon. Die haben wir auch. Gemein. Das Klavier. Boah, aber 100.000. Nee, da ist fast mein ganzes Geld weg. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Wenn es eine Schneeäule ist, mögen wir die Eule. Dann nennen wir sie Hedwig. Oh, das wäre aber wirklich süß. So, jetzt gucken wir mal kurz bei den Notizen. Hoppla. Wo sind die nochmal? Hier. Nee, hier. Ja, nee. Wo ist es denn? Hä? Das gibt's ja nicht. Ah, da. 1, 5, 4, 2, 3. 1, 5, 4, 2, 3. Okay. 1. Achso, geht noch nicht. Genießt die Show, Leute. Verrätst du, an welchem Tag du auf der Gamescom bist? Ich habe endlich Karten. Donnerstag bis Samstag.
Donnerstag bis Samstag. Wie nochmal? Ich hab's mir auch nicht gemerkt, Kishli. Ah, ich sing dabei weiter. Sorry, ja, schon auf. Kann man sie nicht geben. Wo ist es denn? Hier. 15423. Schreibt das mal jemand kurz in den Chat. 15423, bitte. Die Nummer 15423, bitte. Danke. Danke, Leute. Ich frage mich wirklich, ob die jetzt anders ist, aber ich glaube nicht. Hier, jetzt, oder? Oh nee, noch nicht. Ich habe sie geangelt. Habt ihr es gesehen? Ich habe sie geangelt. So, jetzt aber. Ja, Küsschen. Eins. Eins. Fünf. Vier. Zwei, drei. Da passiert nichts mehr. Gapa Aproskio, Hallöchen. Hi. Da passiert nichts mehr, Leute. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Aber wir probieren es trotzdem. Dann kann nichts schief gehen. So, ihr wolltet die Eule haben. Machen wir gleich zwei. Dann können wir die so als Statuen hinstellen. Was ist denn der Hütchenhut? Nee, das mögt ihr dann wieder nicht, wenn ich einen Hütchenhut habe. Dann sagt ihr wieder, mein Hut ist hässlich. Das weiß ich doch. Das kommt immer wieder von euch. So. Was haben die? Weihnachtssachen. Auch sehr viel Deko. Aber... oh, schon cute. Aber das immer wieder abzubauen? Ich glaube, das tue ich dann nicht. Nee. Weil dann will ich das im Frühling nicht mehr haben. Das zahlt sich nicht aus. Doch, doch, ich habe die 1 gedrückt. Ich glaube, dass es nur einmal geht, aber ich wusste es eben nicht mehr. Aber fischen... ich wollte gerade sagen, schiffen. Fischen gehen wir heute nicht. Also nicht runter. Wir können hier ein bisschen fischen. Aber wir gehen nicht runter, weil das dauert jetzt zu lange. Da muss ich gleich am Anfang schon runtergehen. Ah. Ah! Ich erwarte, dass der jetzt so nach oben schnellt. Oh, ich fisch die ganze Zeit nur weiße Thunfische hier. Ich kann den meinem Hund aufsetzen. Ja, stimmt. Aber ich will eigentlich meinem Hund nichts aufsetzen. Weiß nicht. Fühlt sich nicht richtig an. Ah! Das muss aber jetzt ein guter weißer Thunfisch sein. Oh, nein, es ist sogar ein Tintenfisch. Toll. Ein goldener noch dazu. So, gehen wir nach Hause. Das passt für heute. Nee, wir gehen noch nicht nach Hause. Wir gehen vorher noch kurz oben zur Ruine. Das geht sich jetzt noch aus vom Schlafengehen. Oder? Ich meine, ja. Geht sich noch aus. Boah, der Winter in der Nacht ist ja richtig cool. Da können wir noch kurz hinschauen. So, genau. Der ist ja weg. Und da brauchen wir noch goldene Uraltfrüchte oder Wein in guter Qualität oder Kaviar. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich Kaviar herbekomme, weil die Uraltfrüchte werden nicht in so einer guten Qualität wachsen. Stadio Valley Kaviar. Das gucke ich jetzt nach, weil bevor ich da zufällig irgendwie gucke, dass ich das bekomme, das wird nichts. Da gucke ich lieber nach. So, geräucherter Fischleich eines Störfisches gilt als luxuriöse Delikatesse. Okay, ich brauche einen Räucherofen. Nee, wird hergestellt in Einmachgefäß. Und ich brauche Störleich. Alles klar. Wo kriege ich Störleich her? Frische Fischeier. Diese kann in einem Einmachglas gelagert werden. Ja schon, aber wo kriege ich denn Störleich her? Hä?
Die durch den Verzehr von Fischreich gewonnene Gesundheit und Energie ist bei allen auch beim Störlaich gleich. Wisst ihr, wo man denn Stör fangen kann? Ah, hier, Sommer und Winter. Oh, Sommer und Winter im Bergsee von 6 bis 19 Uhr. Okay, dann werden wir das angehen und werden Störe fangen. Demnächst und hoffen, dass wir irgendwann auch Störlaich bekommen. Im Bergsee. Du musst einen Stör in einen Fischteich packen. Schon? Oh, stimmt. Das wäre logisch. Also ich habe schon öfter Laich gefunden, deswegen wusste ich das gerade nicht. In Real Life, ja, Probierschnurte. In Real Life Tieren was anzuziehen, ja. Aber es ist trotzdem noch ein Game, ne? Aber es fühlt sich für mich trotzdem auch nicht richtig an. Keine Ahnung. Es ist schon süß, dass es die Möglichkeit gibt, ne? Und es ist ein Spiel. Das muss man immer auseinanderhalten. Aber ja. Ey, ich habe hier gar keinen Platz mehr. Soll ich mich jetzt zu Dahlia legen oder wie? Ist für mich auch kein Problem. Im Game ist das okay, ja. So. Das Ding ist, ich habe keinen Fischteich. Wir müssen einen bauen, aber Robin ist gerade noch am Bauen, glaube ich. So, dann sprechen wir mal wieder mit... Ihr habt nichts gesehen. Sprechen wir mal wieder mit Dahlia. Ah ja, stimmt. Ihr habt mich auch darauf hingewiesen, dass ich ja den Fernseher weggemacht habe und ich somit auch gar nichts mehr gucken kann. Also ich kann keine Kochsendungen mehr gucken. Und das ist natürlich problematisch. Deswegen brauchen wir wieder einen Fernseher. Ich stelle den jetzt ins Kinderzimmer, weil jedes gute Kinderzimmer hat einen Fernseher. Das ist nicht mein Ernst, aber ich habe keinen Platz. So. Ja, gut, jetzt haben wir wieder einen. Das ist natürlich ein Scherz. Ist ja klar. So. Dann, was machen wir? Wir stellen die Eulen mal kurz weg. Ich stelle jetzt mal hier hin. Ich habe noch immer nicht hier jetzt vor, den Hof hübsch zu machen, weil ich mich jetzt wirklich auf dieses eine Ziel konzentriere. Das heißt, wir werden jetzt Störe fangen. Beziehungsweise, nee, wir gehen jetzt zu Robin, wenn die fertig ist, und fragen sie, ob sie uns einen Fischteich machen kann. Was braucht man denn für Fischteiche? Kann mir das jemand sagen? Och, sie ist noch immer da. Mist. Dann rufe ich mal an. Man kann unendlich weit spielen, Dodo lieber. Da gibt es kein Ende. Wie ich jetzt erfahren habe, gibt es in der Kaliko-Wüstenmine, da habe ich euch ja mal gefragt, ob ihr wisst, wie weit das runtergeht. Und da hat mir niemand so eine richtige Antwort geben können. Und das war auch klar. Es gibt nämlich keine richtige Antwort. Es gibt keine richtige Antwort. Es ist unmöglich, da runterzukommen. Ich glaube, der Rekord, was ich so gesehen habe, war bei 2 Millionen oder so. Also, nagelt mich jetzt nicht fest, aber es war sehr hoch, die Zahl. Genau, der Käse ist gereift. Den könnten wir natürlich essen oder eben nicht. So. War zu langsam. Oh, nein. So. Das ist übrigens die Kindersicherung hier für den Keller. Weil wir haben jetzt ein Baby. Wir haben eine Verantwortung. Warum werden die so? Warum haben die einen Stern? Weil es eine andere Käsesorte ist? Ach, weil die schon Gold waren. Ah. Weil die schon Gold waren, ist ja klar. So, hallo Dodo, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln. Ah, wir wichteln wieder. Nein, wir haben Louis erwischt. Nee. Nee, Abigail. Okay, Abigail ist leicht. Abigail will Amethysten haben. Abigail ist easy, cheesy.
So, ich wollte gerade anrufen. Weißalge, Seetang, je 5 und 200 Stein. Okay. Jetzt will ich aber trotzdem gucken, ob ich das übers Telefon auch erfahren würde. Ich finde das so cool. Hier ist Robin. Ich bin bis morgen außer Haus, um ein Projekt zu beenden. Beep. Okay, aber ich kann trotzdem gucken. Bauupgrades? Ah ja, stimmt. Stall, den möchte ich ja dann auch upgraden. Hier, Fischteich. Ja, stimmt. Kann ich nachgucken. 200 Stein, 5 Seetang, 5 Grünalge. Und 5000 Gold. Kriegen wir auch hin. Ein großer Schuppen? Nee. Kann ich nicht gucken, was das Upgrade kostet. Schade. Okay, easy. Kriegen wir hin. Sie ist nur morgen vielleicht beim Aerobic. Hier Seetang, Grünalge. Ein paar Steinis habe ich schon. Die restlichen hole ich mir noch. Und das war's. Das war's. 5000 kriegen wir auch easy hin. Hier. Okay, wir haben gerade so genug. Das ist nicht so toll. Wir brauchen mehr Steine, Leute. Steine. Mir fehlen die Steine. Mahlzeit, Erbekeks. Lass es dir schmecken. So. Einen Stoff haben wir schon. Den zweiten brauche ich noch. Und ich habe noch mega viel Trüffel. Das sollte ich zu Öl verarbeiten hier. Wir haben ja gesagt, Moneymaking hier. Damit wir uns dann die ganzen Upgrades für den großen Stall auch leisten können. Und die Schweine dann auch. Da kostet ja auch ein Schwein 16.000. Ja, das ist schon mal richtig gut hier. Das ist toll. Die Erdbeeren sind fertig. Kann ich wieder schön viel Wein machen. Aber der Wein, der ist ja jetzt auch fertig. Oder habe ich den jetzt verkauft? Ich bitte nicht. Bitte nicht. Habe ich den verkauft? Oh no. Habe ich nicht, oder? Oder war nur der Käse fertig? Nee, der Wein war gar nicht fertig. Es war nur der Käse fertig. Ich dachte gerade, ich hätte den Wein verkauft. Obwohl ich den ja brauche. So, schön viele Erdbeeren. Yay. Schön. Oh, warte mal, war da was fertig? Hier? Nee, das sieht nur so aus, oder? Sieht nur so aus. Schade. Also das sind die Sternfrüchte und das sind die Uraltfrüchte. Da habe ich noch nicht so viel. Aber ich vermehre die. Konstant. Wollte ich gerade schreiben, dass du Wein machen kannst. Ja. Aus den Erdbeeren muss ich unbedingt Wein machen. Nee, nee, nicht essen. Soda. Gut, der Stoff, der wird noch. Habe ich wirklich keinen Stoff hier? Mich irritiert das. Ich dachte, ich hätte da so viele. Keine Ahnung. Ich habe vorhin erst herausgefunden, dass es Uraltfrüchte gibt. Und da wird Hallöchen. Ja, das gibt es. Ja, ja. Und die sind auch wichtig. Die sind nämlich sehr, sehr viel wert. Und wenn man dann mal genügend hat, ich habe ein Dino-Ei, wenn man dann mal genügend hat, dann kann man da richtig cool Geld mitmachen. Aber man braucht halt eine Menge davon. Und ich bin gerade so am Vermehren von dem Zeug. Genau, also jetzt haben wir ein Dino-Ei. Das mache ich natürlich jetzt nicht zur Mayonnaise, sondern wir möchten uns das Oberteil zu unserer Dino-Hose nähen. Ihr seht schon, ich habe eine Dino-Hose an mit so einem Dino-Schwanz hinten dran. Das ist voll süß. Und da fehlt mir aber noch das Oberteil. Das machen wir jetzt aus dem Dino-Ei. So. Ich habe übrigens das Rezept noch nicht für die Uraltfrucht. Leider. Restlichen verkaufe ich. Das habe ich leider noch nicht, sonst könnte ich das natürlich richtig krass machen. Aber fehlt mir noch. Ist natürlich traurig. Man kann das Dino-Eis brüten, ja. Erdbeerwein. Hm.
Erdbeerwein. Hört sich doch voll lecker an, oder? Hört sich richtig lecker an. Auch wenn ich keinen Wein trinke. Also Wein ist eklig. Aber es hört sich besser an als normaler Wein. Ich spiele das Game auf dem PC. Das kostet immer so rund 10 Euro. Aber auf der Xbox gibt es das gratis im Xbox Game Pass. Also ich spiele es tatsächlich auf der Xbox, weil da habe ich den Game Pass. Ich spiele es am PC und ich spiele es auf der Switch. Ich habe drei. Ich habe tatsächlich drei. Frag mich nicht, wieso. Genau, dann, wir können ja heute noch keinen Teich bauen. Ist aber nicht schlimm. Das werden wir morgen machen. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz rein, weil... Habe ich hier Stoff? Auch nicht. Okay. Genau. Deswegen probieren wir einfach so, den Störleich zu bekommen. Durch Kisten oder so. Das ist ja möglich. Und dann gehen wir später noch zu... Emily! Zur Nähmaschine. Ey, wie kann man so lost sein? Dass man die ganze Zeit verwechselt. Emily. Emily, Emily, Emily. Ich weiß doch, wie sie heißt. Eieiei. Wie bekommt man denn Dino-Eier? In der Wüstenmine. Und wenn du eins gefunden hast, dann brüt es am besten gleich aus. Oh. Warte mal, Knochenflöte. Könnte das sein, dass das was für die Ingwerinsel ist? Der sucht ja Knochenzeugs. Und da steht nicht, dass es für Gunther sein soll. Da habe ich das einfach schon abgegeben, wahrscheinlich. Aber wir haben die erste Truhe. Leider kein Störleich drin. Mein Schwiegervater hat früher mal Johannisbeerwein gemacht. Das war sehr lecker. Boah, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht einschätzen, weil ich auch nie Johannisbeersaft trinke. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Haben wir heute Barsch-Saison oder was? Oh, das ist ein Artefakt für Günther. Der war nicht sauer. Ja, weil da ja auch mega viel Zucker drin ist. In Wein. Das ist ein Zwergwels. Warte mal, der Stör war grau, oder? Da steht kein Gunther, weil ich schon abgegeben habe. Ja, voll, ich glaube auch. Wow, was bist denn du für einer? Ich wette, das war der Stör. So, um 18 Uhr gehen wir runter. Zu Emily. Immer schön hier die Kisten mit einsammeln. Ich krieg gerade sehr viele Kisten, wow. Da ist ein Fisch, ein Kaulbarsch, ja. Bitte leicht, leicht, leicht. Holz, was? Flower Ghost, Hallöchen. Okay, Grüneige. Brauchen wir eh für morgen, alles gut. Ich hasse Bärsche in Animal Crossing, nerven die so. Ich weiß nicht warum, ne? Also, Nintendo weiß ganz genau seit Anfang an, wie sehr diese Seebärsche nerven. Aber, naja, sie haben nichts dagegen unternommen. Gegen den Hasen haben sie was unternommen, gegen die Spawnrate von den Eiern, aber gegen den Seebarsch haben sie nichts unternommen. Ich bin so gespannt, was das neue Animal Crossing sein wird. Ich bin wirklich neugierig. Animal Crossing wird halt immer so ein Teil von mir sein. Das ist vollkommen klar. Ich spiele es, seit ich 8 bin. Seit 15 Jahren. Nee, warte mal. Seit 17 Jahren.
wenn die Realität kickt. Seit 17 Jahren. Okay, nee, den kriege ich nicht. Spiele ich Animal Crossing. Boah, krass. Okay, mit Pause, muss man dazu sagen. Ich habe ja New Leaf ausgelassen. Aber das nächste Animal Crossing wird nicht ausgelassen, keine Sorge. Ein Forellenbarsch, Leute! Ein Forellenbarsch. Gibt es halt das ganze Jahr über. Ja! Nervig. Oh, Flussgelee. Ah, das habe ich schon. Das ist das Einzige, was ich schon habe. Die anderen Gelees habe ich noch nicht. Aber da muss ich halt auch woanders sammeln. Noch ein Forellenbarsch. Das ist sehr lange, ja. Das ist wirklich lang. Aber das haben ja einige auch mit Sims, oder? Einige haben das mit Sims, die das seit Kind auf, seit Sims 1 gespielt haben. Alle Sims-Teile durch. Es ist umso ärgerlich, dass Sims 4 so ein Schrott ist. Ein Stör, er ist blau. Also Sims 4 ist schon toll, will ich nicht sagen, aber ich meine jetzt mit den ganzen Bugs und so. Das ist schon traurig. Generell ist mir aufgefallen, jetzt auch bei den Demos, die ich angespielt habe, ich lobe das so sehr, dass die Demos bugfrei sind. Derweil ist das eigentlich selbstverständlich. Aber in der heutigen Zeit kommt ja kein Game irgendwie fertig raus. Immer gibt es Probleme. Das wäre früher halt auch nicht gegangen, weil da hast du dein Game im Hardcover gekauft und dann war es schwierig mit Updates. Heutzutage ist es ja anders mit dem Online-Dingsdi. Aber es ist schon irgendwie traurig, wie sich das entwickelt hat, dass jedes Game, das man gefühlt kauft, derbe Probleme hat. So, es ist 18:30 Uhr. Ich wollte eigentlich viel früher abhauen hier. Ich habe leider keinen Störleich. Aber ich habe den Stör und den kann ich ja dann in den Fischteich packen. Das ist gut. Dann komme ich, die super gerne Gaming-Content schaut, aber noch nie gezockt hat. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja wirklich nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist voll cool. Also ich schaue ja auch Filme und habe noch nicht selbst einen Film gedreht. Warte mal, hier ist das Haus. Das war jetzt ein komischer Vergleich, aber trotzdem. Das ist ja trotzdem irgendwie wie so eine Serie, oder? So ein bisschen. Das war echt ein weirder Vergleich. Hey, Ellie, magst du einen Fisch haben? Soll ich dir einen Fisch schenken? Ich glaube, sie wird sich gar nicht freuen. Hier, ich schenke dir das. Schock für mich, danke. Ich glaube, es hat dir gar nicht gefallen. Naja. So, dann nähen wir jetzt unser Dino-Oberteil. Nee, es wird ein Hut. Was? Ich will aber nicht den Hut. Es wird ein Hut. Oh, ist der süß. Ich meine, ich dachte, es wäre jetzt ein Oberteil, aber der Hut ist auch voll cute. Guck mal. Ich bin ein Dino. Ja, wie süß. No, guckt mal. Jetzt sieht man es wenigstens auch. Ich meine, ja, das Oberteil fehlt immer noch. Ich weiß nicht, aus was macht man denn das Oberteil? Was brauche ich denn dafür? Ja, du darfst es sagen, Kirschli. Was brauche ich fürs Oberteil, damit ich das aufspare? Ich bin ein kleiner Dino! No, du lieber. Schön, dass dir Wein-Content gefällt. Das freut mich. Ohne Eule. Robin ist noch immer am Arbeiten. Robin, du kannst eigentlich jetzt aufhören, ne? Also, es ist spät, es ist kalt, es schneit. Ich würde dir echt den Feierabend gönnen, wirklich. Ganz im Ernst jetzt. So, ich würde das mal verkaufen. So, machen wir wieder Stoff weiter draus. Und
zweimal Trüffel für zweimal Öl. Sehr gut. Weiß ich leider auch nicht, wie man das herstellt. Oh ja, aber Kishi. Dieser grüne Edelstein, weiß gerade nicht, wie der heißt. Und ein Stoff. Warte mal. Hä? Ich weiß doch, wie der heißt. Mann, jetzt will es mir nicht einfallen. Wir spielen seit dem neuen Update, Laura. Das war im März, glaube ich. Aber ich selber spiele schon seit Jahren. Bin aber noch nie so weit gekommen, wie jetzt hier in dem Spielstand, muss ich dazu sagen. Okay, wir haben hier auch schon einen Stör, oder? Nee, haben wir nicht. Oh, gut, dass ich einen gefangen habe. Huhuhu, gut. So, dann gehen wir morgen zu Robin und hauen ihr die Algen vorbei. Sie das anhört. Smaragd, genau, danke, Kirschli. Ein Smaragd ist das. Okay, gut, den habe ich ja. Den habe ich, das ist gut. Den kann ich mir dann gleich mitnehmen. Dann gehen wir morgen zu Emily. Echt, ich muss immer wieder überlegen. Zu Emily und machen den. Das ist das Oberteil. Hier, der da. Oder die, eins von denen. Kirschli. Ich habe drei grüne. The Fall Guy gucken. Oh, Leon, ich bin neidisch. Viel Spaß dir. Weil März, ja. Ich glaube, es war aber der, oder? Ich meine. Wir probieren es einfach mal. Den dritten Stoff habe ich eh in Arbeit. Der ist dann morgen fertig. Ja, perfekt. Weil dann kann ich auch gleich aus den Schatteneiern was machen. Weil ich glaube, daraus kann man auch was nähen. Oh, kann ich Trüffelöl altern lassen? Ich denke nicht. Der zweite von links. Okay, dann hole ich mir den später noch. Es ist der zweite von links. Ich gucke mir das kurz an. Ich glaube nicht, dass man Öl altern... Nee. Trüffelöl trinken? Warum? Warum sollte ich das tun? Ich will das nicht. Oh, der Käse. Den Käse habe ich vergessen. Nein, das war der richtige, den du hast. Was? Der zweite von links. Ach so. In der Reihe generell. Okay, ich dachte jetzt von den Grünen aus gesehen. Gut, dann ist es der Smaragd. So, der Käse ist am Start. Also der Keller ist halt richtig cool mit den Alterungsfässern. Das liebe ich total, dass wir den jetzt haben. Der Hund schenkt mir schon wieder Lehm. Und Dahlia schläft. Danke dir, Nacho. Ich gehe mit Kiefern her schlafen. Macht ihr doch auch so, oder? So, Money, ja. 18.000 wieder gut gemacht. Es ist halt hart im Winter, wenn ich keinen Trüffel habe. Sonst kriege ich immer so viel Geld. Im Winter ist es echt... Der Winter ist hart. Aber es wird schon. Dahlia schläft immer noch. Dieses Kind, ey. Spaß. Alles gut. Ich hab sie doch ganz doll lieb. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Ich sollte mich echt um Steine kümmern. Das wäre wichtig. Und hier an Dodo. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich will wirklich einen Kokos-No-No für die Kneipe machen. Aber ich weiß nicht, wie ich an eine Kokosnuss kommen soll. Kannst du mir helfen? Ich hab eine. Warte. Irgendwo hier müsste eine drin sein, oder? Nicht? Nee? Wölkchen, danke dir für deine Stream-Serie. Und hallo. Oh, Diamanten. Ja. Okay, bei der Frucht müsste das dann sein. Ja, guck mal. Sogar, boah. Er kriegt sogar die beste Qualität überhaupt. Wahnsinn. So, dann haben wir hier noch nichts gewachsen. Aber ich muss nachgucken, weil ich habe den Überblick verloren. Stoff holen wir. So. Und ich weiß, ich hätte den Rest auch mitnehmen können, aber... Ich bin faul. Okay, also wir können heute zu Robin gehen, einen Fischteich bauen. Oh, da müssen wir jetzt noch gucken, wo bauen wir den Fischteich hin? Uff. Wir haben hier ja noch so viel Platz.
Ja. Oh, das sind so viele Würmer. So viele. So. Ich würde sagen, wir bauen den hier so hin. Hier so in die Mitte. Da ist noch reichlich Platz. Ah ja, Heu, stimmt. Wird ja leer, wird. Aber ist noch genug da. Oder? Ich gucke gleich mal nach, zur Sicherheit. Ich habe ja extra noch das zweite Silo gekauft, damit es nicht ausgeht. 139 von 480. Das wird ja wirklich schon leer. Aber es geht sich aus. Heute ist schon der 19. Aber das wird ja echt knapp. Laura, bye-bye. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Schön, dass du da warst. So, der Zug ist auch gerade da. Das kommt ganz gut. Dann gucken wir uns den auch mal an. Hoffentlich ist es ein guter Zug. Nee. Obwohl... Nee, es ist der langweiligste Zug, den man kriegen kann, oder? Ja. Hier, den Felsen müssen wir auch mal wegmachen lassen. Kohle, wow. Toll. Ich habe mich selbst eingeschlossen hier hinten. Ich bin schneller als der Zug. Kann man da rein? Nein. Schade. Wusstest du, dass der Zug dir Schaden machen kann, wenn du dich auf die Schienen stellst? Nein. Aber ich glaub's dir, dass das vorkommen kann. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen. Oh ja, Robin ist da. Sehr gut. Ich möchte ein Hofgebäude errichten. Gemeinschaftsverbesserung, was kostet wie viel? 500, ja, haben wir gar nicht. Haben wir ja gar nicht. Aber das ist ja nicht unser Ziel für heute. Wir wollen ja dieses eine... Ah! Oh! Diese Joja-Markt-Dings, die ich fertig machen. Wow, ich kann heute wirklich nicht gut erklären. Ja, wir bauen den. Und dann packen wir dann den Störi rein. Den Störi. Wähle einen Ort. Ja. Ich möchte den Fischteich sehr gerne sehr schön ausschmücken. Das heißt, ich mache den wirklich so in die Mitte hier. Dann kann sie gleich wieder zum Bauen kommen, die Robin. Und ansonsten brauchen wir hier, glaube ich, gar nichts. Wir haben ja alles. Bin ja zufrieden. So, dann gehen wir nähen. Hallo, Zuckerbeete. Hi, wie geht's dir? So. Also der Wein, der müsste ja bald fertig sein. Und dann haben wir noch den Stör. Weiß jemand, wie lange es dauert, bis man Kaviar bekommt? Dauert das lang? Da ist sie schon, die Emily. Muss ich da ganz lang warten? Oder ist es halb so schlimm? Da sind gar keine Fischis. Ich habe die alle rausgenommen. Ganz okay, bin am Lurken. Und dir? Mir geht's auch gut. Genieß es im Lurk. Okay, Leute, ich bin gerade so hyped auf mein Dino-Kostüm. Ich muss das jetzt haben. Ich muss es vervollständigen. Ich muss. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich das richtige Teil.
da eh nur einer drauf. Okay, du stellst her ein Oberteil. Okay, es ist ja zumindest mal ein Oberteil. Ist das das Richtige? Das hat doch gar nicht die Farbe. Toga. Nee, das ist nicht das Richtige. Ich google das mal kurz. Eigentlich doch, sorry. Ich weiß nicht. Es wird auch nicht erklärt. Das rote Shirt, das rote Streifenshirt steht bei Stardew Wiki. Aber das... Nee. Das sieht mir nicht nach dem Richtigen aus. Die grüne Weste gibt's dann noch. Green Tunic Shirt. Weil es ist zwar grün, aber es passt nicht. Boah, es gibt so viele Shirts. Da gibt's was Gepunktetes. Das können wir sonst auch machen. Das passt eher. Dreh dich mal. Nee. Ich hole jetzt noch ein paar andere Varianten. Obwohl, der Stoff geht mir jetzt aus, weil ich will eigentlich die auch machen. Oder kann man daraus gar nichts machen? Doch. Das mache ich jetzt nämlich auch. Oh, Punktmuster. Und daraus wird eine Hose? Nee, auch ein Oberteil. Okay, dann lasse ich das mal. Wird wahrscheinlich dasselbe rauskommen. Ich habe mich gerade so gefreut. Oh, Shane. Shane, stopp, ich muss mit dir quatschen. Hallo. Hast du keinen Job oder was? Ey, wir waren doch schon weiter, Shane. Oh, ich könnte ihm ein Geschenk geben. So, dann mag er mich wieder. Dir auch gleich. Ich schenke ihm meine Diamanten her. Wir gucken jetzt, ob wir noch das Richtige finden. Da! Nein, das kann es auch nicht sein. Also es steht ja gar nicht so richtig da. Erklärt, was man nähen muss. Willy, Dino Shirt. Also es gibt es auf jeden Fall. Also hat nicht erklärt, wie man es baut. Warum nicht? Warum nicht? Ah, hier. Ah, da braucht man ein Essen. Da braucht man ein Essen dafür. Das näht man aus einem Essen. Das ist natürlich interessant. Okay, dann muss man aus dem Dino-Zeug was kochen und dann, ja, ist irgendwie logisch. Aber wir machen uns jetzt mal eine Alternative, weil dieses Rezept habe ich noch nicht, glaube ich. Ich sehe den Namen nicht, ich sehe es nur, wie es aussieht. Boah. Nee. Ich glaube, das Rezept habe ich noch nicht. Zumindest sehe ich es hier nicht. Dann machen wir uns aber eine Alternative. Ich habe nämlich gesehen, dieselbe Farbe an Shirt, zumindest fast dieselbe, kriegt man, wenn man ein Slimy näht. Und dann hat das ein besseres Grün vielleicht. Einmal Slimy. Ich nehme mir vielleicht noch ein Jahr, damit keine Ahnung, was da draus wird. Ich habe ein Video nur mit dem Smaragd gesehen. Ja, nee, hier steht das komplette Outfit und da braucht man eben...
Da steht auch Entenei. Also es gibt verschiedene Shirts, die passen würden. Entenei ist auch eins davon. Nehmen wir mal ein Entenei auch noch mit. Ich hab ja genug. So, wie lange hat denn Emily ihr Haus offen? Es wird schon wieder spät. Zu spät. Also es gibt verschiedene Shirts, die dazu passen, aber mit den richtigen Rücken brauchst du eben dieses Dino-Essen. Da kommt man nicht rum. Da kommt man nicht drum rum. Ich denke mal, das kriegst du halt auch erst, wenn du richtig viel Dino-Eier gesammelt hast oder so. Oder halt Glück hast. So, zwei Stoffe habe ich noch. Ich mache jetzt einmal mit dem Slime. Genau, da kriege ich so ein grünes Shirt raus. Und dann mache ich noch eins mit dem Entenei. So, da kriege ich so ein grünes Shirt raus. Die passen anscheinend beide von der Farbe her besser. Also entweder das. Ja, das sieht eigentlich ganz süß aus. Und das ist ein bisschen zu neon. Ja, nee, dann nehmen wir das. So. Ja, das passt wenigstens von der Farbe her, oder? Was meint ihr? Schon, oder? Es ist jetzt auch nicht das Richtige. Aber es passt zumindest von der Farbe. Irgendwann machen wir dann das T-Shirt auch noch. Aus diesem Dino-Rezept. Jasmin, Hallöchen! Hi! So, dann gehen wir wieder zurück in Windeseile. Sunshine Unicorn, danke dir für dein Follow. Danke. So. Das verkaufen wir mal alles. Ah ja, die Kokosnuss. Upsi. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Bergbauerfahrung, aber das habe ich doch schon gelesen, oder? Nee, nicht. Was? Das kannte ich nicht? Interessant. NXT, Hallöchen. Hi. Schnell in die Kneipe. Ja, könnte ich. Könnte ich theoretisch, ja. Seetang. Dann haben wir hier noch ein Artefakt. Boah, diese Räder habe ich schon so oft, oder? Nee, gar nicht wahr. Das war nur das Große. So, dann habe ich hier noch Kohle. Und Saat. Dann gehen wir noch schnell in die Kneipe und bringen ihm das, dem guten Gas. Und dann gucken wir, dass dieser Teich fertig wird. So. Dann werden wir einfach jetzt ein paar Mal schlafen gehen. Es wäre ja auch ein Ziel, mit allen Leuten hier volle Freundschaft zu bekommen. Aber dafür bin ich zu unsozial. Das kriege ich nicht hin. Ich bin schon zufrieden, wenn keiner mehr blau ist. So, du kriegst jetzt deine Kokosnuss. So, Kokos-No-No. Aber du kannst halt nur einen draus machen. Kann ich den jetzt auch kaufen? Nee, war ja klar. Meine Kokosnuss. Süß, wie die da tanzen, die zwei. Robin ist beschäftigt. Robin, du sollst meinen Teich machen. Shane will nicht mit mir reden, okay. Ah ja, heute ist Freitag. Stimmt, das sind hier ja alle voll in Action. Ich will nur mit Sebastian reden, Sam. So, ab nach Hause. Reicht. Reicht auch mit sozialen Kontakten heute. Habe ich jetzt Lust, die Waschmaschine auszuräumen oder bleibe ich sitzen? Trinke wirklich meinen Kaffee und lasse die Wäsche noch ein bisschen nachtrocknen. Ich glaube, ich bleibe sitzen. Ja.
Man muss sich immer überwinden zu sowas. Ich habe heute vergessen, die anzumachen. Fällt mir gerade ein. So, das kommt hier alles rein. Das brauche ich gerade alles nicht, weil mein Dino-Outfit ist süß. Dahlia schläft. War klar. So, wie lange braucht denn die gute Robin? 3 Tage, oder? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe, man braucht auch nur einen Stör dafür. So, Lia bekommt mal einen Diamanten. Sonntag. Heute ist Soßentag. Königin der Soßen. So, Grüße. Was lerne ich denn heute? Bruschetta. Bruschetta, Leute. Bruschetta. Ja, ja. Bruschetta. So, da ist nichts ready. Alles klar. Und die ist brav am Bauen, oder? Ja, ich höre sie schon klopfen. Knuspriger Barsch. Ja, sehr gut. Knusprigen Barsch haben wir immer gern. So, die ist am Bauen. Es ist schon fertig! Ah, der braucht nur einen Tag. Das ist ja sehr gut. Okay, wie... wie mache ich da jetzt den Stör rein? Einfach reinschmeißen? Zundersaftwald. Im Zundersaftwald? Was? Hat ein Hecht Wahnsinn begonnen. Was ist denn der Zundersaftwald? Dann mache ich aber jetzt nur den Stör rein, oder? Weil sonst kriege ich ja anderen Laich. Ein Farming Game mit Revit, was hast du denn gekauft? Okay, der ist jetzt drin. Der ist jetzt drin. Jetzt heißt's warten, oder? Einfach abwarten, denke ich mir. Farm to Cater 2. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Welches Game das ist. Hier keine Bäume, leider. So, die können alle gefällt hier. Ich mein Holz. Ich brauch mein Holz. So. Wir kommen dem Ziel immer näher. Der Wein ist in Produktion. Die Farm ist hässlich. Und der Fisch, der leicht. Ich hoffe, wir kriegen das bald. Ich habe den Winter schon so satt, ich sag's euch. Was brauche ich denn für die 2. Ladenstufe? Ich google das einfach. Ah, Ladenstufe, sag ich. Stallstufe. Stardew Valley. Großer Stall. So. Okay, wir brauchen 12.000 G, 450 Holz und 200 Stein. Da habe ich nicht genug. Okay, dann müssen wir auf Stein gehen. Da müssen wir auf Stein gehen. Ria, hallöchen. Guten Abend, hi. Oh ja! Hier ist ja richtig viel fertig. Das ist ja ganz toll. Die ganzen Früchte, die ganzen Uraltfrüchte. Ja, 5 Stück. Leute, das ist toll. Das ist so toll. Ich kann wieder Erdbeeren wegmachen. Ja. Okay,
Okay, hoffentlich, wenn ich Glück habe, bekomme ich da 8-mal Samen raus. Wenn ich Glück habe. Ganz viel Glück. Und ganz viel Glück bekomme ich sogar 10. Das wäre natürlich der Hammer. It's strawberry time! Ja, es ist wieder Erdbeerweintag. Ja, ja. Ich sollte auch endlich die Bäume hier reinpflanzen, die draußen noch vor sich hingammeln. Die könnte ich eigentlich jetzt umpflanzen. Weil die tragen ja sowieso gerade keine Früchte. Das sollte ich eigentlich schon lange tun. So, die Erdbeeren bleiben dann erstmal hier. Wo sind die anderen? Oh, egal. So. Genau, weil wenn ich das ja jetzt fälle, kriege ich ja einen Samen raus, oder? Das ist doch jetzt so. Ja, kriege ich. Kirschsamen, yes. Die großen Truhen sind erst seit dem neuen Update, ja. Zweite Kirschli. Alles klar. Fläumchen. Was war das? Aprikose? Aprikose in der Hose, Marmelade im Schuh. Orange. Oh ja, wir haben heute das Dino-Outfit, also fast komplett gemacht. Wir haben nur ein Shirt, das Shirt haben wir noch nicht das Richtige. Aber ja, das ist mein Dino-Outfit. Ist das so cute? So, und das war auch die Popofrucht. Gut, dann pflanze ich die mal kurz rein, damit die schön wachsen können. Wachsen. So, dann kommt hier Kirschli hin. Dann hier ist Pfläumchen. Dann hier eins. Orange habe ich drüben schon, oder? Mei. Da haben wir ja auch noch Platz für 2 Bäumchen. So. Gut. Ja. Dann habe ich jetzt alle Bäume hier. Müsste so sein. Hier wird auch noch eins hinpassen, oder? Nee, glaube ich. Oder? Könnte sich ausgehen. Könnte ich hier noch den zweiten Kirschenbaum hinmachen? Ja. So, sehr gut. Dann habe ich hier alle Bäume. Ja, hier sind wir. So. Oh. Drück die Daumen, dass da ganz viele Samen rauskommen. Freitags streamst du ja normalerweise um 17 Uhr, oder? Ja. Diese Woche fällt aber aus. Also, diese Woche sind Freitag und... Also, Freitagstream und Sonntagstream auf Samstag verlegt. Beide Streams. Oh! Ich habe schon 6 Samen rausbekommen. Ihr drückt ja wirklich Daumen für mich. Rose, Prost! Auf dich! Hm. Wo ist das Glück jetzt? Ah! Warum gemischte Samen 4? Das ist ja voll gemein. Ist ja voll der Downgrade. Okay, 8. Ich habe mir 8 gewünscht, ich habe 8 bekommen. Ich bin happy. Ich bin happy. Alles gut. Happy Sersi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Erdbeeren werden ersetzt. Also hier sollen übrigens irgendwann mal überall diese Früchte hinkommen. Deswegen mache ich die Erdbeeren kaputt. Ich weiß, ich könnte hier auch noch Sprinkler hinmachen.